Hallo Tischtennishelden, heute testen wir den Belag P12 von SoSpin. Tischtennishelden, conquer the tape. Ja, beim P12 starten wir direkt mal mit der Verpackung, was wir eigentlich bisher noch nicht gemacht haben bei Belägen. Aber hier beim P12 ist es wirklich eine Besonderheit, denn der Belag ist in einer Kokonverpackung platziert. Und diese Kokonverpackung ist luftdicht verschlossen. Bedeutet, dass der Belag seine Eigenschaften erhalten kann, auch über längere Zeit, sogar über Jahre. Und das habe ich auch gemerkt beim Aufschneiden dieser Verpackung. Man riecht noch ganz intensiv den Kleber und den Belag, was so bei neuen Belägen eigentlich nicht üblich ist. Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Methodik, weil dadurch, dass die klassischen Beläge eigentlich in so einer durchsichtigen Folie verpackt sind, wo aber Luft reinkommt, altern die Beläge natürlich auch. Und hier bei dieser Kokonverpackung ist das nicht der Fall. Ich habe die Beläge auf dem Allround Plus Holz getan und habe dann direkt mal eine Einheit gespielt mit Markus zusammen. Ja, und der erste Begriff, der mir beim ersten Ballkontakt aufgefallen ist oder sich mir eingeprägt hat, ist eine unheimliche Dynamik. Also ich habe selten einen Belag gesehen oder gespürt, der so eine Dynamik hat. Also man konnte wirklich merken, wie der Ball eintaucht und der Katapult hinausschießt. Der Belag ist mit einer Gesamthärte, bedeutet Schwamm und Obergummi, von 52 Grad angegeben. Und das kann ich bestätigen, er ist schon was härter, aber man merkt wirklich eine Dynamik. Ihr kennt das ja vielleicht bei härteren Belägen, dass die oft auch einfach nur schnell sind und sich totspielen. Und das ist hier gar nicht der Fall. Also gerade bei den Topspins war das sehr, sehr angenehm. Von der Ballflugkurve her muss ich sagen, ist es eher ein flacher Ballabsprung, was bei meinen Bewegungen eigentlich zugute kommt, weil ich immer einen Ticken nach oben doch ziehe, zu steil ziehe. Da kompensiert dieser flache Ballabsprung doch sehr gut meine Bewegung. Er hat unheimlich viel Feuer, der Belag, also ist wirklich für mich ein Offensivbelag, der absolut geeignet ist für das Topspin-Spiel, aber auch im passiven Spiel hat er keinerlei Probleme, also blocken ging wunderbar, da man diese Ballrückmeldung einfach spürt. Das war bei dem Belag wirklich besonders. Ich weiß nicht, ob es an der Verpackung liegt, dass der dann so frisch aus der Verpackung kommt oder einfach an der Zusammenstellung, denn die Besonderheit hierbei ist, dass es sich um ein japanisches Obergummi handelt und einen chinesischen Schwamm, also und eine deutsche Verklebung bei SoSpin. Alles Handarbeit, diese Komponenten zusammenzufügen, ist wirklich eine sehr interessante Kombination. Deswegen kommt, glaube ich, auch der Name Projekt 12 zustande. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, ist nur meine Vermutung. Fürs Topspin ist er absolut geeignet. Er hat genügend Feuer und genügend Speed, um sehr dynamische Topspins zu spielen, Schlag-Topspins, weil ich habe es hier auf dem Allround Plus Holz gespielt und hatte immer genügend Reserven. Eine Besonderheit, die mir noch aufgefallen ist, das konnte auch Steffen bestätigen, denn der spielt das gleiche Holz und hat die Beläge auch mal drauf geklebt. Die sind ein Ticken schwerer als die normalen Standardbeläge. Das ist schon auffällig, dass der Schläger, also wir hatten 2x2,1 mm, der ist schon schwerer, der Belag, aber es hält sich noch in Grenzen, also ist jetzt kein Problem damit, daran sich zu gewöhnen. Für wen würde ich diese Beläge empfehlen? Wie schon bereits erwähnt, für den absoluten Offensivspieler, aber auch für einen Allround-Spieler, der einen Drang wieder zum Offensiven hat und wer wirklich eine aktive Ballrückmeldung spüren möchte, der ist mit dem Belag auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. Zum Thema Sound ist zu sagen, dass der P12 jetzt nicht einen extremen Klick-Sound oder Frischklebe-Sound entwickelt. Also wem das sehr, sehr wichtig ist, der müsste sich da was anderes suchen. Aber ich denke mal, Sound ist zweitrangig, sondern die Spieleigenschaften sollten bei jedem im Vordergrund stehen.